Sporthalle Laetzen. Man hat sich vorgenommen, die Stimmung aus Ribnitz mitzunehmen und das scheint zu gelingen. Auch hat man den Eindruck, dass scheinbar alle aus dem Verein sich heute mit Güstrow anlegen wollen. Wir haben gerade das Bild gesehen mit der kompletten Jugend der SG Bansko Laetzen. Das wird schweres Brot hier für die Gäste heute. Auf jeden Fall. Denke mal, die Halle wird zu 100% hinter der SG stehen. Bin ein bisschen enttäuscht, dachte, dass ein paar mehr Fans aus Güstrow mit dabei sind. Es war ja immer eigentlich das, was das Spiel ausgemacht hat, dass viele Leute hier in der Halle waren. Es sind viele Leute hier, aber die halten es, glaube ich, alle mit der SG. Ja, den Eindruck hatte ich auch, wie ich hier reinkam. Keinen wirklichen Güstrower zu sehen. Vielleicht verstecken sie sich noch ein wenig hier. Früher waren sie ein bisschen farbenfroher. Oder vielleicht trauen sie einfach ihrer Mannschaft heute nicht so viel zu und haben dann gesagt, okay, wir bleiben lieber zu Hause. Ja, dann wollen wir mal sehen, wie recht sie damit hatten mit dieser Einschätzung. Aber jetzt sehen wir, erst einmal sehen wir jetzt Güstrow im Angriff hier. Es ist wichtig, gleich von Beginn an zu zeigen, dass man in der Abwehr da ist, dass man präsent ist, dass man auch den Gegner beeindrucken möchte. Weil ich glaube, die ersten Momente in dieser Partie werden mitentscheidend sein. Und da wird Zeit angezeigt, kurz dazwischen. Und Förster an den Pfosten. Ja, also das ist wichtig, dass Mike gleich mit im Spiel ist. Und dass auch die Abwehr den Gegner in ein Zeitspiel gedrängt hat. Weil wie gesagt, die ersten Momente werden heute sehr prägend sein und sehr wichtig. Ja, währenddessen können wir noch mit durchgeben. Wir haben gerade mit Christian Bach kurz gesprochen. Verletzung an der Hand, ein Arbeitsunfall, der wird ein bisschen länger ausfallen. Umso glücklicher ist natürlich für die SG Bansko Laetzen, dass die eigentlichen Shooter Lars Gütermann und Daniel Bach natürlich heute mit auf der Platte stehen. Aber es ist unheimlich laut hier. Ja, es ist schwer für mich, dich jetzt hier zu verstehen, weil wir ja wieder mitten in den Leuten sitzen. Aber ich glaube, das macht die Atmosphäre aus. Ja, natürlich ist es wichtig, mit Daniel und mit Lars zu arbeiten, aber auch alle anderen haben zu Beginn der Saison gezeigt, auch jetzt hier wieder zum Beispiel, dass sie wichtig sind. Hier das Daniel-typische Spiel, dicht auf die Abwehr rauf, lange in der Luft stehen und dann abzuziehen. Aber diesmal mit ein bisschen Pech, dass der Torwart da ist. Ja, André Pötsch also auch gleich im Spiel. Und Schrittfehler von Stefan Förster. Und der lange Ball vom Gütermann, aber blind gespielt. Und den lässt der Güstrower fallen, Hendrik Strauß. Und es gibt 7 Meter. Ja, das ist Glück. Eine Spitzenreiter ist, dass Stefan Förster den Ball nicht festhalten konnte, dass er frei ist. Und Hendrik hat gut reagiert, gut auch gleich aufs Tor gegangen, 7 Meter rausgeholt. Und wir haben wieder gleich von Beginn an eine 7-Meter-Show von Hendrik. Ich bin gespannt, weil da treffen jetzt zwei sehr starke Charaktere aufeinander. Ich bin gespannt, was Hendrik da zaubern wird. Ja, sind wir gespannt. André Pötsch, der den ersten Ball klasse halten konnte. Und der ist drinne von Hendrik Zapp, das 1:0 für die SG Bansko Laetzen. Einwurf für die SG, Ball nicht unter Kontrolle bekommen. Ja, 1:0, ganz trocken von Hendrik gemacht. Mittlerweile oder momentan verzichtet er so auf die Show-Elemente beim 7-Meter. Ja, solange es erfolgreich ist, wird keiner was dagegen sagen.
Und jetzt erstmal wieder ruhiger Aufbau. Es scheint mir so der Eindruck jetzt in den ersten 3 Minuten, das wird nicht so eine Toreschlacht, wie wir sie zuletzt hier in Leeds gesehen haben. Da treffen zwei dichte Abwehren aufeinander. Naja, gegen Staffenhagen war es auch lange mit wenig Toren. Ich glaube, da haben wir 8 Minuten auf das erste Tor von der SG gewartet. Also 1-0. Wird sich zeigen. Klar treffen hier zwei abwehrdominierende Reihen aufeinander, der erste gegen zweiten. Das ist nicht so leicht. Jetzt wird gleich auch wieder Zeit bekommen. Hier ist es. Ah, da war der Torwart schon unten, hat Lars nicht richtig drauf aufgepasst. Einfach oben zu werfen. Gut, so bringt man den Gegner wieder in die Möglichkeit auszugleichen, anstatt 2-0 zu führen. Jetzt Freiwurf für Güstrow. Und der Hüpfwurf von Stenzel gehalten und auch der Nachwurf gehalten von Stenzel. Felix Frick mit dem Fehlwurf. Die Frage ist, dass man sieht jetzt die Fehlwürfe hier. Klar, wir haben da zwei gute Torhüter auf beiden Seiten stehen, aber eben auch, wo Lars Klötermann nicht richtig guckt, dass der Torwart schon liegt, ist das Nervosität. Aber da Klötermann mit dem 2-0. Nein, das ist einfach nur Pech, dass man in dem Moment ein bisschen unaufmerksam war. Das ist ein normales Wurfbild von Lars gewesen. Hat nicht drauf geachtet, weil er dachte, das kommt einfach so, dass der Torwart noch nicht unten ist. Und dann wäre er so drin gewesen wie eben halt durch die Hosenträger. Aber es ist gut, dass das Mike gleich von Anfang an mit dem Spiel ist und auch hier gezeigt hat, auch den zweiten Wurf eben nochmal in Folge gehalten hat, der dann in Richtung Kopf ging. Sowas weckt ein Torwart und das ist wichtig. Unterbrechung, weil gerade noch ein Spieler da auf dem Boden war. Zeit zum Wischen, kurz zum Luftholen. Vielleicht für Güstrow ganz wichtig, dass er einfach nochmal sich besinnen. Nochmal versuchen jetzt neu Reset-Knopf zu drücken, um halt ins Spiel zu kommen. Ja, wir haben das eben auch gesehen, der Ball sofort wieder weg. Und der Spieler zeigt da an, du musst gucken, du musst den Augenkontakt suchen, weil sonst bin ich nicht da, wo du mich haben willst. Ja, ist wichtig. Ist viel mit Kontakt, viel mit Sicht, viel mit Übersicht. Sonst, wenn du einfach nur blind spielst, dann machst du zu viele Fehler und das kann man sich hier nicht erlauben. Ja, vor allen Dingen bei der Stimmung, die so gut ist, heute wie noch nie in dieser Saison. Und das soll schon was heißen. Lars Klötermann in den Block und da kommt er jetzt für die Güstrower. Die Zuschauer reklamieren technischen Fehler, aber das Tor zählt durch Benjamin Kalin. 2-1. Schritt abgepfiffen, 9 Meter jetzt für Vansko Lecin. Und die doppelte Variante, Klötermann auf Wacht, 3-1 für Vansko. Ja, das ist ganz wichtig, dass das ein probates Mittel ist, immer für die Halben zu kreuzen. Jetzt haben die beiden das im Langkreuz selber gemacht. Dass jeder immer im Wechsel, dass der Gegner sich nicht darauf einstellen kann, wer von wo aus wirft, dass nicht immer nur einer mit dabei ist, sondern hier ist es gut im Wechsel, Lars und Daniel. Ich glaube, Daniel hat jetzt ein Tor und dann Lars auch. Plus sind die Meter. Also man sieht, variantenreich. Einmal wirft Lars, einmal wirft Chris, Daniel, immer im Wechsel. Ja, und eben haben wir nochmal gesehen, Nowatzki scheitert wieder an Mike Stenzel. Er ist wieder gleich gut im Spiel und das war schon mehr wie einmal ein probates Mittel für die Vansko Lecin. Also auf der Torhüterposition habe ich ja damals oder letztes Mal auch schon gesagt, 7 Meter, weil er, glaube ich, abgestanden. Es gibt da Gelb für Stefan Förster. Ja. Also, dass die Vansko auf der Torhüterposition nicht schlecht aufgestellt sind. Sie haben 3 Leute, Christian Langer, Marco Prien und natürlich mit dem überragenden Torhüter Mike Stenzel. Wichtig, dass man jetzt den Spielfluss auch beibehält und nicht immer mit Einzelaktionen jetzt versucht durchzukommen. Dass man den Gegner in Bewegung bringt. Das war ein klasse gespielt von Marco oben, der da den Förster naht und den Ball dann doch auf Klötermann bringt, aber der scheitert an André Pötsch. Jetzt sagt man gerade, es sah eigentlich relativ gut aus, der Positionsangriff oder die Welle von den Güstrowern, aber der Trainer ruft rein, ruhig bleiben, ruhig.
Ja, es ist wichtig, dass man jetzt nicht überpäst, dass man konsequent das Angriffsspiel aufbaut und ihm halt nicht die ersten ein, zwei Chancen nimmt. Jetzt Schrittfehler von ihm, damit man ihm halt Aktion klar vorbereiten und dann die klare Chance nutzen, nicht nach ein, zwei Pässen Abschluss. Weil sonst werden wir hier ein hektisches Spiel erleben, was von beiden Seiten nicht so geführt werden will, soll. Ja, da haben wir jetzt so wiederholten Male gesehen, Schrittfehler von Stefan Förster. Bei so einem erfahrenen Spieler sollte das eigentlich nicht passieren, oder sehe ich das falsch? Eigentlich nicht, aber das ist manchmal so, dass man einen schlechten Stadionspiel hat, dann kommen das ein oder andere zu. Wird sich auch im Laufe des Spiels geben. Vielleicht ist er ein bisschen nervös. Ja, aber man sieht auch, dass man jetzt Strauß scheitert da und der lange Pass von Güstrow kommt nicht an. Dass der Förster etwas offensiver verteidigt gegen Lars Klütermann. Na, ich glaube, das hat sich in der Liga rumgesprochen, dass Vance Golez einen gefährlichen Rückraum hat. Lars mit seiner Erfahrung aus der ersten und zweiten Liga, dass man den nicht zum Zuge kommen lassen kann oder darf. Das ist jeder Mannschaft bewusst und ich glaube, keiner Mannschaft so sehr wie Güstrow momentan. Das muss man versuchen zu unterbinden und das schaffen die auch. Lars hat ja zwei, drei Fehlwürfe gehabt. Man muss nicht mal gucken, wie sich jetzt weiter darauf einstellen, weil Bansko hat eben dann noch einen zweiten dazu mit Daniel Wach. Und das ist das Gute. Letztes Jahr war es eben halt nur so, dass man mit Daniel gearbeitet hat, dass sich die Mannschaften auch darauf eingestellt haben. Jetzt ist man ausgeglichener und das ist die Stärke dieser Mannschaft, gerade auch, was man bisher zum Saisonerfolg hat. Ja, das hat man mehrfach beobachten können, auch dass selbst wenn man ohne beide spielt, das Spiel ohne die Rückraumshooter Wach und Klütermann doch sehr, sehr erfolgreich ist, so dieses 4 gegen 4, wenn beide rausgenommen werden. Klappt sehr, sehr gut in dieser Saison bei Vance Golez und das ist auch das Erfolgsrezept, dass man auf jede Aktion der Abwehr eine Antwort hat im Angriff. Ja, natürlich, wenn 4-2 gedeckt wird, dann heißt es, du spielst 4-4 und mit den kleinen, flinken Spielern wie Marius Seider, Marco Ohm, Henrik Strauß und auch im Kreisläufer, ob es Roberto war oder Christian Klatt, kann man darauf reagieren. Das kommt einem natürlich sehr entgegen. Da bieten sich Räume, die Jungs dann auch nutzen können. Ich meine, die haben alle jahrelange Erfahrung und haben auch in der Jugend offensive Deckungssysteme gehabt. Es ist ein probates Mittel, weil es nicht so häufig vorkommt in den Ligen. Aber ich glaube, mit der Erfahrung, die Birger als Spieler hatte, jetzt auch in seinen jungen Trainertagen auch,